hier ist Uwe von Uwe Gitar. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, warum dauert es eigentlich so lange, bis man fließend Barré-Akkorde spielen kann? Immer wieder erlebe ich, dass Schüler in eine meiner Stunden kommen und mich fragen, warum sie die Barré-Akkorde einfach nicht besser oder schneller hinbekommen. Das ist also wirklich eine der ganz häufig gestellten Fragen und dann zeigen die mir das und dann stelle ich halt fest, okay, da klingen irgendwelche Saiten noch nicht so wirklich richtig. Und ich denke, jeder Gitarrist kommt in seiner Laufbahn, wo er Gitarre spielen lernt, an einem Punkt, wo er einfach dann die ganz normalen Akkorde kann und dann als nächster Schritt die Barré-Akkorde dran sind. Meistens funktioniert das dann auch so einigermaßen, aber eben noch nicht wirklich gut und für die linke Hand ist das am Anfang auch sehr anstrengend. Der Grund, warum das so schwierig ist, ist einfach der, dass für die Greifhand relativ komplex ist, diese Art von Akkorde, weil man muss einerseits relativ viele Saiten treffen und man muss eben genau die Saiten so treffen, damit alle anderen noch klingen und diejenigen, die man eben nicht will, auch unter Umständen nicht klingen. Und das ist schon relativ schwierig am Anfang. Und dazu ist eben halt die komplette Hand beteiligt, was am Anfang auch relativ anstrengend ist. So, das Geheimnis, wie man das schneller lernen kann oder worauf man einfach achten kann, ist schon mal die Lage des Zeigefingers. Viele machen den Fehler und legen den Zeigefinger genau so hin, dass er eben gerade so bis zur tiefen E-Seite reicht. Oder wenn ihr eine siebenseitige Gitarre habt, dann eben bis zur B-Seite reicht. Und dadurch die G-Seite meistens genau in der Rille zwischen dem ersten und dem zweiten Fingerglied zu liegen kommt. Und genau dadurch kann der Ton auf der G-Seite meistens nicht so gut klingen. Nicht so sauber klingen. Bei mir klappt das jetzt, weil ich das schon tausendmal gemacht habe. Aber beim Anfänger ist das eben oft das Problem. Gerade wenn eben dann die anderen Finger von der Greifhand eben auch noch irgendwas anderes greifen sollen. Noch dazu, wenn es dann eben so Spreizgriffe sind, dann wird es oft ganz, ganz schwierig. Und deswegen würde ich allen empfehlen, die Zeigefingerposition so zu wählen, dass der Knöchel der linken Hand genau auf der G-Seite zu liegen kommt. Das führt zwar dazu, dass der Zeigefinger so ein bisschen übersteht, das macht aber überhaupt nichts aus. Ja, es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. Das gerade bei Moll-Akkorden ist einfach jeder Ton dann sauber da. Ein anderer wichtiger Aspekt ist nicht nur die Lage des Zeigefingers in diese Richtung, sondern auch, wie der Finger auf der Gitarre liegt. Viele machen am Anfang den Fehler, den Zeigefinger einfach genau flach, also mit der Unterseite, auf die Saiten zu legen. Das funktioniert aber am Anfang nur bedingt. Deswegen, ich würde allen empfehlen, den Finger eher so ein bisschen seitlich auf die Gitarre zu legen und, wenn es möglich ist, sogar noch den zweiten Finger dazu zu benutzen, dem ersten Finger ein bisschen runterdrücken zu helfen, weil dann hat man einfach ein bisschen mehr Kraft und kann die mangelnde Technik, die man am Anfang ja einfach noch nicht so hat, damit ein bisschen ausgleichen. Und auch wichtig ist, der Daumen sollte ungefähr auf der, ich hoffe man sieht's, in der Mitte zwischen dem ersten und den anderen beiden Fingern zu liegen kommen, auf der Halsrückseite. Auf jeden Fall nicht sowas machen. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, am Anfang braucht man unheimlich viel Kraft, und um die Töne runterzudrücken. Aber eigentlich ist das mehr eine Frage der Technik und mehr eine Frage der Kraftverteilung. Das heißt also, die linke Hand bzw. die Greifhand muss erstmal lernen, wie die Finger genau zu liegen kommen müssen, damit das funktioniert. Und wenn man das mal raus hat, dann geht das auch mit deutlich weniger Kraft als am Anfang. Nur das Problem ist, jemand, der das noch nicht kann, der hat es ja noch nicht raus und deswegen braucht er eben mehr Kraft und eben erstmal viel, viel Übung, bis das dann eben einigermaßen funktioniert. Ich kann euch aber da nur empfehlen, nicht aufgeben und auch nicht entmutigen lassen. Der Punkt zwischen dem, wo man diese Akkorde das erste Mal
probiert, bis zu dem, wo man dann wirklich am Ziel ist und die halbwegs fließend spielen kann, können schon mal so ein, zwei Jahre vergehen. Ich weiß, das klingt lang, aber in der Zeit werdet ihr dabei ja aber auch immer besser. Es ist ja nicht so, dass ihr da auf einer Stufe stehen bleibt, sondern das wird sich ja Stück für Stück verbessern. Von daher einfach weitermachen. Wie gesagt, darauf achten, dass der Zeigefinger in der richtigen Lage ist, dass ihr mit den anderen Fingern hier nicht irgendwelche Saiten abdeckt, die eben auch klingen müssen. Und einfach immer wieder probieren. Und ganz wichtig, nicht unbedingt gerade mit F-Dur anfangen. Ich weiß, F-Dur kommt dann bei vielen Liedern dann so mit am Anfang vor. Aber der F-Dur ist eigentlich der schwerste Barré. Warum? Weil der am weitesten von euch weg ist. Da braucht ihr am meisten Kraft und die Bünde sind am weitesten auseinander. Deswegen würde ich, wenn ich Barré-Akkorde neu lernen würde, immer weiter oben auf dem Hals anfangen, zum Beispiel hier in der 9. Lage, und dann den Akkord, den ihr greifen wollt, erstmal hier greifen und mich dann so langsam nach unten arbeiten, weil je weiter man dann Richtung Kopf kommt, desto schwieriger wird es. Und ihr könntet dann an der Stelle aufhören, wo es dann einfach zu schwer wird und euch erstmal ein bisschen auslockern und dann vielleicht nochmal ein bisschen weiter probieren. Wichtig ist einfach dazwischen immer ein bisschen Zeit vergehen lassen bis zu eurer nächsten Übungssession und dann klappt das wahrscheinlich schon wieder ein bisschen besser. Und eben auch wichtig, wirklich mal richtig diese Akkorde üben und nicht nur immer in dem Lied, wo ihr das gerade spielen wollt, erwarten, dass das dann irgendwie funktioniert, weil das wird es am Anfang einfach nicht. Das heißt also, zusammengefasst kann man sagen, es ist eine Frage der exakten Positionierung, es ist eine Frage der richtigen Kraftverteilung und wenn ihr jetzt nicht nur normale Barré-Akkorde in Dur und Moll spielen wollt, sondern eventuell auch noch ein bisschen ausgefallenere, dann kommt eben noch die Dehnung dazu. Das heißt, viele Gitarristen können am Anfang ihre Finger auch nicht so weit dehnen, dass sie wirklich solche Akkorde mit einer gewissen Dehnfähigkeit dann eben auch noch spielen können. Und das muss man eben auch erstmal lernen. Dazu gibt es auch Übungen, die zeige ich aber in einem anderen Video. Aber ich denke, diese drei Faktoren sind die wichtigsten. Ja, und wie gesagt, deswegen dauert es eben so lang. Und ich kann euch aber da nur ermutigen, weiterzumachen und die richtigen Übungstools zu benutzen. Habe ich ja gerade ein paar beschrieben. Und dann wird das schon. Okay, bis zum nächsten Mal.